Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch eine leckere Grillbeilage vorstellen, meinem süß-scharfen Grillzucchini. Gehen schnell, stoßen immer auf große Begeisterung, sind wirklich zügig gemacht und ist mal was anderes als Grillbeilage. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Die Zutaten liegen alle bereit, ist halbwegs übersichtlich. Wir brauchen natürlich für die Grillzucchini Zucchini. Ich habe jetzt hier rund 1,3 Kilo. Das richtet sich bei mir so ein bisschen danach, welches Behältnis ich nehme. Denn ich nehme jetzt gleich dann für das Mischen der Zucchini hier so eine Lock-in-Lock-Dose. Die hat 2,7 Liter. Also vorher einfach einmal reinschmeißen, ob die da alle so halbwegs reinpassen. Die brauchen wir gleich zum Mischen. Natürlich könnt ihr jede andere beliebige Form nehmen. Irgendwas von Tupper oder was immer ihr habt, um die dort hinterher zu mischen. Die ist ganz praktisch hier, weil die auch so einen Tragegriff zum Mitnehmen hat. Wir gehen nämlich heute Abend zum Grillen. Ja, dann brauchen wir Olivenöl. Ich habe hier 70 Gramm Olivenöl. Richtet sich hier ein bisschen nach der Menge. Passt aber ganz gut für die 1 bis 1,3 Kilo. Dann habe ich hier einen Barbecue Rub. Da könnt ihr irgendeinen Rub nehmen, der euch gefällt. Western Style oder auch Grill Rub, den ihr sonst nehmt. Ich habe hier einen genommen, den ich für Pulled Pork sonst nehme oder auch für meine Ribs. Also irgendeinen beliebigen Barbecue Rub. Dann kommen bei mir rein nochmal 15 Gramm Knoblauchgranulat. Man kann auch frische Knoblauchzehen nehmen. Ich finde, für solche Gerichte zum Einlegen ist ein Granulat immer ein bisschen besser, aber ihr könnt natürlich auch frische Knoblauchzehen nehmen, aber das ist dann wahrscheinlich fast eine Knolle schon, na, mindestens eine halbe, würde ich mal schätzen. Dann kommen dazu 50 Gramm süße Chilisauce, also diese typisch asiatische süß-scharfe Chilisauce, je nachdem, ob ihr scharf mögt oder nicht, sucht ihr euch eine aus. Dann habe ich hier nochmal 50 Gramm Barbecue-Soße, auch süß-scharf, so ein Western-Style, den man üblicherweise für Ribs oder auch für Pulled Pork nimmt. Und ja, als letztes noch einen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Habe ich nicht mehr gekriegt. Ich hatte jetzt hier Beef Smoky von Just Spices, habe ich schon mal ausprobiert. Habe ich auch in einem anderen Rezept schon mal vorgestellt. Schmeckt lecker, ist wirklich ordentlich. Also das habe ich jetzt ersatzweise. Normalerweise nehme ich geräuchertes Paprikapulver. Und zum Schluss, Zucchini vertragen wirklich viel Salz, sollen ja auch so ein bisschen entwässern noch. Nochmal 2 Esslöffel Salz, also ungefähr 30 Gramm Salz. Das sind alle Zutaten. Und dann bereiten wir jetzt mal die Zucchini vor und vorher die Soße und legen los. Zubereitung geht jetzt wirklich zügig. Zunächst mal bereite ich die Soße zu, die Olivenölmischung, damit wir gleich die Zucchini direkt hineingeben können. Und dazu gebe ich alle Zutaten einfach in diese Kunststoffform hier und mische sie. Und jetzt mische ich einfach alle Zutaten. Das ist jetzt am Anfang noch relativ trocken. Das ist noch nicht so richtig flüssig. Das macht aber nichts, weil das Salz jetzt im Laufe der Zeit das Wasser aus den Zucchinis zieht. Und die dann ein bisschen Wasser abgeben. Deswegen ist das völlig ausreichend so. Also der Rub hier soll so eine ölige, pastöse Mischung ergeben. Und da geben wir gleich die Zucchini rein. Ja, so sieht das aus. Ne? Das ist also pastöse Öl-Gewürzmischung jetzt. Und da kommen die Zucchini jetzt rein. Jetzt schneiden wir die mal klein. Gewaschen habe ich sie schon. Schneide die Enden ab. So, jetzt nehme ich meine Zucchini und teile sie zunächst mal von der Länge her in Stücke, die man später gut grillen kann, aber auch gut essen kann, dass man so, na, solche Längen später auf dem Teller hat, die man gut mit der Gabel ausspießen kann, die aber auch nicht gleich beim Grillrost zwischen die Roste fallen. Ich empfehle ohnehin später beim Grillen, wenn es geht, wenn ihr habt, eine Plansche zu nehmen oder eine Grillplatte oder eine Folie, denn das wird sonst eine ziemliche Schweinerei auf dem Grill. Da muss man noch lange sauber machen. Also die Zucchini später vielleicht nicht auf dem sehr breiten Rostgrill. Und jetzt schneide ich die Zucchini einfach in so halbfingerdicke Scheiben. Also sowas würde ich jetzt hier nochmal teilen. Na, dass man also
so dieses Ergebnis hat hier, so diese Stärke ungefähr, ne? Oh, fast fingerdick, nicht viel dünner, sonst wären sie zu schnell durch. Das ist so meine Stärke. So, und bei den Außenteilen mache ich es jetzt so, dass ich die alle nochmal mit der Gabel ein bisschen anpiekse, damit auch gleich das Gewürz einziehen kann. Und jetzt schmeiße ich die einfach so in die Kunststoffschale und hier genau das gleiche. Ist jetzt ein bisschen dicker, da würde ich jetzt mal ein bisschen mehr schneiden. So, ne, so dass wir die so geschnitten haben in solche Stärken hier. Und jetzt gebe ich die hier rein und mische schon mal. Und genau so mache ich das jetzt mit den anderen Zucchini auch, dass die alle mit der Zeit bedeckt sind, streiche die schon mal so ein bisschen ein hier, bevor dann die anderen dazu kommen. Und weiter geht's. So, ihr seht, die Zucchini passen da genau rein. Das habe ich natürlich vorher ausgetestet, ob die alle in die Schüssel gehen, geschnitten. Und jetzt versuche ich die mal so ein bisschen durchzumischen, ohne, wenn es geht, die Hälfte runterzuschmeißen. Ihr seht schon, die unteren fangen schon an. Die nehmen jetzt schon so ein bisschen von dem Öl und von dem Salz auf und werden so ein bisschen entwässert, aber eben nicht viel, denn ich will hinterher keine Matsche haben. Aber ich möchte schon noch Zucchini haben, die auch Biss haben, die man auch noch grillen kann. Und versuche die eben jetzt so ein bisschen hier zu mischen in der Form. So, jetzt haben wir die hier so ein bisschen gemischt und die Zucchini kommen jetzt hier mit der Gewürzmischung mit dem Öl in Verbindung. Und jetzt schließe ich einfach den Deckel. So, und jetzt hat man den Vorteil, jetzt kann man die mischen. Und jetzt drehe ich die in den nächsten 2-3 Stunden. Also 3 Stunden, meine Empfehlung, sollte ich sie wenigstens marinieren lassen. Jetzt drehe ich sie so zwischendurch, na, jede halbe Stunde, jede dreiviertel Stunde einmal, damit die sich vom Boden lösen und die Flüssigkeit sich gut verteilen kann. Und dann könnt ihr sie auf den Grill schmeißen. Zwei Stunden später, die Zucchini hatten jetzt die Möglichkeit, die ganzen Gewürze aufzunehmen und das Öl und ein bisschen das Salz, damit sie auch entwässern. Ich habe jetzt zwischendurch, habe ich euch ja schon gesagt, immer wieder mal geschüttelt, geshakt, ne, und das Ganze gut gemischt. Und jetzt machen wir mal auf. Ja, und dann sieht man auch schon, naja, die haben ja also gut die, ja, das riecht auch schon sehr lecker nach Knoblauch, nach Gewürzen. Die haben auch gut das Gewürz aufgenommen hier, ne, hier. Beim Schütteln kriegt man nicht immer alle auseinander, ruhig nochmal ein bisschen mit der Hand mischt. Sie sind ein bisschen kleiner geworden, sodass wir etwas mehr Platz in der Dose haben. Auch hier ruhig nochmal mischen. Und ihr seht, sie haben doch Wasser gezogen. Ne? Am Anfang war ja die Würzpaste wirklich eine Paste, aber jetzt hat das Salz so ein bisschen die Flüssigkeit, das Wasser aus den Zucchini geholt. Und das ist genau richtig jetzt. Und jetzt können wir die Zucchini auch mitnehmen. Jetzt können die auf dem Grill nach 2-3 Stunden und dann herrlich ihr Aroma entwickeln. Das heißt, ich mache jetzt zu. Und wir schwingen uns jetzt aufs Fahrrad zum Grillen. Ja, wie ihr seht, brutzeln die Zucchini hier, wie von mir schon empfohlen, auf einer Folie, damit man den Grill nicht so einsaut. Sieht schon sehr lecker aus. Ihr seht, die haben so die richtige Stärke. Und die brauchen ein bisschen, also die brauchen durchaus 10, 15 Minuten, bis die richtig durch sind. Also nicht so spät auflegen, die dauern länger als Würstchen oder als Fleisch zum Teil. Zwischendurch im Zweifel einfach runternehmen zum Warmhalten. Also, wie ihr seht, hat geklappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.